Das Einzige, was zählt, ist ein Sieg auf der ersten Front. Und die Punktemechanik, die ist sowieso immer ein bisschen speziell. Speed heißt einfach nur, beende die Mission so schnell wie möglich. Technik, je weniger Einheiten du verlierst, desto besser. Und Power bedeutet so viel wie, je mehr gegnerische Einheiten du in einer Runde auf einmal platt gemacht hast, umso stärker ist der Powerscore. So. Einen Klon haben wir noch. Warte kurz. Willst du Kaffee holen? Ja. Ja, dann bereite ich in der Zwischenzeit das Setup vor. Sag einfach, wenn du wieder da bist. So, Panzerkommando ist da. Vorbereitet oder nicht, hier bin ich. Bin fast fertig. Ich brauche hier nur ein Panzerkommando und ein Luftkommando. Heißt das hier eine Zweierfront? Ne, diesmal haben wir wieder zwei Armeen gegen eine. Und das hier ist mein Lieblingspanzerteam. Die beiden. Dagger und Jazz? Ja. Vor allem haben sie die wohl coolste Tech-Power, die es gibt. Also namenstechnisch. Wirst du sehen, weil die werde ich mindestens einmal einsetzen jetzt. Sehr gut. Und auf der blauen Armee-Seite haben wir wieder Eagle und Sammy. Yep. Er ist Army. Die sind halt einfach und die sind halt einfach so ein tolles Luft- und Infanteriekommando. So. Diesmal ist unser geklonter Gegner übrigens Andy. Ach, und ich hab's vermisst, mit Jake zu spielen, der mit seiner super tollen Musik, die du jetzt leider nicht hören kannst. Ja, das ist natürlich schade. Mein Ziel ist es hier in dieser Mission übrigens, alle diese Com-Towers zu besetzen. Alle vier. Com-Towers waren nochmal genau was? Die erhöhen die Stärke der Armee, die sie kontrolliert, um 10% Feuerkraft für alle Einheiten. Für jeden Turm? Ja, pro Turm. Das heißt, da alle gerade vom Black Hole kontrolliert werden, hat mein Gegner 40% mehr Feuerkraft. Ich habe aber gewonnen, sobald alle vier Com-Towers besetzt sind und das innerhalb von 24 Tagen, sonst habe ich verloren. Ach so, das ist jetzt schon eine, das ist jetzt eine zeitbegrenzte Mission. Yep. In diesem
Mission habe ich ein Zeitlimit. Das ist durchaus richtig. So. Aber das Zeitlimit brauche ich normal nie, weil diese Mission ist so einfach gehalten, dass man sie eigentlich kaum in den Sand setzen kann. Weil, also man muss einfach nur aus diesem Umzingelstatus hier rauskommen und erstmal hier alles, was südlich von dieser Pipeline ist, unter Kontrolle bringen. Wenn da unten alles fertig ist, dann kümmert man sich um den Teil da oben. Das ist alles, was hier zu beachten ist. Ansonsten ist es einfach nur ein bisschen Management, welche Einheiten wohin gehen, so wenig wie möglich Verluste machen und so weiter. Man nur mal ganz genau schauen, wo man hier hin kann, ohne dass man in der gegnerischen Range ist. Panzer kann ich vom Ding treffen lassen. Ich stelle jetzt hier trotzdem den Speer davor, der ist der Decoy. Was hat das mit den größeren Gebäuden aus sich? Was sind das? Die sind einfach nur da. Die einfach nicht beachten. Das sind einfach nicht betretbare Gebäude. Die haben eigentlich hier keinen Zweck. Storytechnisch sind es zwei Festungen und zwei Raketenabschussbasen und die feuern halt innerhalb von 24 Tagen zwei riesige Raketen ab, die meine ganze Armee vernichten würden, wenn ich das nicht mit verhindere, indem ich die 4 Comtowers besetze. So viel zur Story hinter dieser Mission. Sehr schön. Haben wir auch mal Story abgedeckt. Ja, die bin ich halt das letzte Mal schon durchgegangen, als ich das in der normalen Kampagne durchgespielt habe. Ich spiele das Ganze ja hier schon zum zweiten Mal durch, nur dieses Mal halt in der Advance-Kampagne und da ist das Ganze halt noch größtenteils ein bisschen schwieriger. Also war das jetzt eher oder weniger für mich als Erklärung und für die, die deine Let's Plays gucken. Ich bin zwar auch dazu, aber ich habe bis jetzt deinen Dual Strike Let's Play halt nicht verfolgt. Eine kleine Erinnerung. So, dann haben wir den hier durch. Die Basis ist damit erstmal so besetzt, dass da nichts mehr produziert werden kann. Dann ist diese Ecke schon mal fertig. Man muss sich in der Mission einfach durcharbeiten. Einfach zielstrebig in eine Ecke stürmen. Und dort erstmal alles wegmachen. Wenn man in der Ecke alles gesichert hat, kann man sich um die nächste Ecke kümmern. Lassen wir den Shake mal wieder ran. So, dann ist das erledigt. Da unten ist ziemlich alles bis auf die Artillerie weg. Das ist zumindest schon mal sehr gut.
Weil ich mich dann auch ziemlich... um den Teil da unten schon gekümmert habe. Ich blockiere schon mal die Basis. Der kann mir jetzt mal mit der Artillerie den Speer angreifen. K.O. setzen würde man den damit aber nicht. Und er kann daraus dann nichts produzieren. Das heißt, die Ecke ist damit auch schon mal sicher. So, wie weit kommt denn der? Oh, der kommt mir ein bisschen zu weit. Moment, eine Frage. Wie weit ist Ihr Powerbar? Er ist schon voll. Okay. Das ist nicht so gut. Kann ich mich eigentlich schon fast hinstellen, wie ich will. Der macht mir nächste Runde so oder sowas kaputt. Aber er hat zumindest... keine beschädigten Einheiten. Das könnte vielleicht sogar verhindern, dass er das Andy seine Super zünden will. Einfach mal schauen. Also, wobei er hat eine beschädigte Einheit und die könnte schon ausschlaggebend sein, dass es überhaupt zündet. Ja. Wie weit ist der Powerbar von den beiden noch ganz unangetastet? Dann können wir hier erstmal auf Ende. Er zündet sie. Ein Hyper-Upgrade kombiniert mit einer High Society. Gerade das Hyper-Upgrade ist dabei ziemlich böse. Das Hyper-Upgrade repariert und... Hyper-Upgrade hat drei Effekte. Zum ersten, alle Einheiten werden um 5 HP repariert. Zweiter Effekt, alle Einheiten kriegen plus 1 Movement, das heißt, sie können ein Feld weitergehen. Dritter Effekt, alle Einheiten kriegen 20% mehr Feuerkraft. Das ist Andys Super Co-Power. Oh ja, jetzt siehst du mal den besten Namen einer Tech-Power, den es gibt. Heavy Metal. Oh ja, jetzt kommt Heavy Metal. So. Dann werden wir hier oben mal anfangen zu besetzen. Ich bin gerade mit Shake dran, ne? Das heißt, ich kann das jetzt hier schön machen. Wenn Shake von der Ebene aus angreift, ist er einfach unschlagbar. Außerdem kriegt er noch seine schön erhöhte Fernwaffenreichweite. Also das ist Shakes Super Co-Power Block Rock. Alle Einheiten, also alle motorisierten Bodentruppen erhalten plus 2 Movement. Seine Bodenfernwaffen erhalten plus 1 Reichweite. Wenn er von der Ebene aus angreift, macht er 40% mehr Schaden. Nice. Yep. So. Es ist für mich immer die Gelegenheit, da unten ein bisschen aufzuräumen. Auch gerade dringend nötig. Und jetzt kommt Chess.
Alle motorisierten Bodentruppen kriegen plus 2 Movement, erhalten außerdem einen Firepower-Bonus von, ich glaube, 60% oder so. Ich weiß nicht mehr, 50 oder 60, auf jeden Fall eine Menge. Auch wenn Chess jetzt nicht so gut mit Flugeinheiten ist, aber das ist hier vollkommen egal. Ihre motorisierten Bodentruppen sind dafür die besten. Gut, Kanbei hat trotzdem bessere, aber es ist Kanbei. Dafür sind Chess-Truppen wenigstens auf Normalpreis. Ich glaube, den brauche ich hier oben jetzt gleich noch, um ein paar Einheiten abzutransportieren zu können. Ich will ja demnächst diesen Comtower hier schon besetzen. So. Blaue Armee hat es jetzt noch ein bisschen schwieriger, weil bei der ist mir jetzt leider der wichtigste Teil dezimiert worden. Naja. Ich könnte jetzt spaßhalber die Super zünden und den Flughafen hier besetzen, aber das bringt mir jetzt auch nicht allzu viel. Lass Igel mal ran. Die war ja jetzt nicht gerade gut gesetzt. Ja. Hätte man besser setzen können, ja. Die Neo-Tanks da nerven mich jetzt aber richtig. Ich brauche hier mal eine Arti. Was willst du gegen die beiden Neo-Tanks machen? Das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe mal, dass ich mit dem Neotank das irgendwie geregelt kriege. Vielleicht locke ich sie auch irgendwo mal in den Raketenwerfer rein, wenn ich es noch schaffe.